Hey, kann jemand vielleicht noch mal die Tür der Küche aufmachen? Danke. Ich verstehe auch gar nicht, warum wir die jetzt abschließen. Ja. Kann mir die bitte eine aufmachen? Danke. Ihr wollt mich doch veräppeln. Er sagt mir jetzt nicht, die läuft. Oh, das war ja klar! Hey Leute! Kann mir bitte einer sagen, was hier wieder los ist? Warum werde ich hier schon wieder irgendwo eingesperrt? Bin ich irgendwie momentan der Magnet dafür? Jetzt habe ich Katja eingesperrt, aber diesmal bin ich hier noch. Ich dachte mir, ich mache mir einen Tee. Ganz genüsslich, einfach ganz normal wie jeden Morgen. Aber ich bin anscheinend sehr durchschaubar oder sehr. Na egal, hört euch mal bitte die Sprachnachricht jetzt an. So, ich habe eine Sprachnachricht bekommen, dann wisst ihr, was hier wieder los ist. Dann weiß ich auch, was los ist. Hey Kahn, na, kommst du nicht aus der Küche frei? Nö. Also, du bist so berechenbar, Kahn. Ich wusste, dass du dir wieder deinen Tee heute Morgen machst und hab dich eingesperrt. Und letztens aus der Wolke bist du ja so schön freigekommen. Mal gucken, ob du auch aus der Küche freikommst. Du findest hier leider keinen Schlüssel, sondern verschiedene Hinweise mit Buchstaben. Die musst du hinter zu einem Lösungswort zusammenbasteln. Und ein kleiner Tipp von mir, schau doch noch mal in deine Teebox rein. Da findest du den ersten Buchstaben und den ersten Hinweis, wo du dann den nächsten Buchstaben findest. Und wenn du dann den Satz hast, sag mir Bescheid, dann lasse ich dich wieder frei. Ja, und dann kam noch eine zweite Sprachnachricht. Ach ja, ich habe noch was vergessen. Natürlich ist auch wieder eine Kamera versteckt. Ja. Die kannst du ja mal als erstes finden. Also. Es gibt wieder ein Escape Game heute mal wieder. Hier bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. So, ich muss gucken, das Stativ ist irgendwie nicht so ganz gut. Na, ist ja auch egal. Also, der erste Hinweis wurde mir gesagt, ist in, ich denke mal in dieser Teebox hier. Aber ich habe eben schon reingeschaut. Ich habe mir meinen Tee schon gemacht. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was da Neues drin sein soll. Aber wir schauen mal gemeinsam rein, Leute. So, wir sind hier in der Küche von Eva. Also, da ist ne unsere Gemeinschaftsküche. Schauen wir mal rein. Warte. Also das ist alles Earl Grey hier. Das passt hier irgendwie nicht mit rein. Kräuter. Ja, ich hoffe, dass es von den Lichtverhältnissen geht, aber wir haben hier halt jetzt kein gutes Setting, also mit Lichtern und so. Okay. Ungesund und flüssig. Ah. Ich dachte, wobei, sie hat es ja eben gesagt. Also wir haben ein A. Lösungswort oder Lösungssatz habe ich eben auch gehört. Und wir müssen den Hinweisen hier folgen. Ich denke, das ist der Buchstabe. Ich hoffe, in der Reihenfolge auch. Und dann haben wir hier ungesund und flüssig. Okay, also, ich packe das mal hier hin. Das wird mal hier unsere Fläche. Also, ungesund und flüssig. Okay, also mein Tee ist es auf jeden Fall nicht. In der Küche kann natürlich vieles ungesund und flüssig sein. Ja, Wasser auf jeden Fall, wenn es flüssig ist. Das normale Wasser ist es nicht. Da haben wir kein Wasser. Warte, da haben wir. Wir haben hier eine Cola-Kiste. Da. Aber wir haben hier auch was im Kühlschrank. Vanille Coke, meine Lieblings-Coke. Mezzo Mix. Könnt ihr hier was sehen, Leute? Schauen wir hier nochmal rein. Was soll denn? Oh, warte! Yo! Wir haben den zweiten Hinweis, Leute! Ein K. Was haben wir hier? Salzig und laut. Ich muss schon sagen, Kati, also versteht mich nicht falsch. Auch das hier gefällt mir wieder sehr, sehr gut hier mit diesem Entkommen aus der Küche. Aber ich habe wieder keine Ahnung. Salzig und laut. Dann wird Salz ja nicht sein. Was haben wir denn Lautes? Also hier sind auf jeden Fall die Boxen von Eva. Aber ich denke mal, salzig sind sie nicht. Okay, also wir haben... Mal kurz überlegen. Wir haben Chips. Die könnten salzig und laut sein. Also das könnte natürlich... Ich schau mal hier rein. Bei den Erdnüssen, das könnte natürlich auch sein. Weil die sind laut. Warte. Also. Hier in der Küche habe ich natürlich nicht so viel Platz.
Nee, hier ist nichts drin. Vielleicht hier. Nee, das ist ungeöffnet. Oh! Skittles. Nein. Oh, hier. Ich glaube, in den Chips ist es nicht. Wobei. Zettel Nummer 3 hier in den Chips. Wir gehen zu unserer Zentrale und schauen uns den Zettel mal an. Also, wir haben jetzt hier wieder ein A. Okay, in der Reihenfolge wird es, glaube ich, nichts, obwohl AK, weiß ich nicht. Okay, und was ist der nächste Hinweis? Zu Besuch bei Stella. Stella? Ich habe keine Ahnung, wer Stella ist. Okay, also bisher haben wir das hier. Wobei, eigentlich müsste es ja so sein, wenn wir von links nach rechts gehen. Okay, jetzt muss ich mal scharf überlegen, wer ist Stella? Ich habe keine Ahnung. Wobei, warte. Wir sind hier bei Eva. So, ich weiß, Eva hatte mal eine Playmobil-Figur, die Stella hieß. Das weiß ich noch. Und die hatte auch zu Hause, die hatte das Haus genommen. Da hatte sie uns immer gefragt, um das umzugestalten. Guck mal, ich glaube, das ist das Haus. Oh, ich glaube, ja, ich habe schon. Hier bestimmt irgendwo in diesem Topmodel-Heft ist es wahrscheinlich. Ich meine, was macht das sonst hier? Ist doch klar. Ja, wer ist hier durchschaubar? Oh! Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Oh. Yo, auf den Balkon. Und, okay. Es werde nicht. Wow, super Hinweis. Was ist das denn? Acker. Ah, das macht doch gar keinen Sinn. Kathi? Also, Nina hat es letztens schon echt cool gemacht. Kathi macht es jetzt auch sehr, sehr cool. Es werde Licht. Ja, wir haben hier ein paar Lichter. Wobei, wir haben ja hier, meine ich hier auch Lichter? Guck mal, hier ist auch was. Okay, keine Ablagefläche. Okay, ja. Sorry, Eva. Ich habe keine Ahnung. Oh, warte, wir haben ja hier die Softboxen. Wobei, warte, ich kann doch aufmachen, oder nicht? Oh. Eieieiei! Hier stelle ich die Kamera. Abstellen. Das ist Zettel Nummer 5. So, wir haben hier einen weiteren Zettel. Ein N und... Okay, wow. Lieblingsschauspieler. Lieblingsschauspieler. Ja, okay. Ich habe oft von Brad Pitt und so erzählt. Ne, ich mag halt sehr viele Filme von dem. Aber... Was sieht denn hier nach Brad Pitt aus? Ich glaube, ich komme langsam nicht weiter. Nein. Oder? Ich sehe da was. Das ist doch nicht mein Lieblingsschauspieler. Oh, ich kenne den Typen nicht ab. Und da ist auch ein weiterer Hinweis. Und auch ein Buchstabe, ein I. Oder ein H? Nein, I soll das sein. Ja. Roboter räumt auf. Okay. Also bevor wir jetzt dem nächsten Hinweis nachgehen, das ist absolut nicht mein Lieblingsspieler. Wie heißt der? Benedict Cumberbatch? Ich habe keine Ahnung. Der hat so einen ganz komischen Namen, aber ich meine Benedict Cumberbatch oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall mag ich ihn gar nicht und das sage ich eigentlich auch jedes Mal, wenn wir uns über Filme unterhalten. Aber vielleicht deswegen Lieblingsschauspieler. Okay, das macht dann wieder Sinn, Kathi. Okay, Roboter räumt auf. Ja, easy. Also ich denke, dass sie das mit Roboter meint. Hier. Ist hier irgendwo was drinne? Vielleicht hier irgendwas? Warte. Wally. Wally, der räumt doch... Ja, natürlich. Ist doch klar. Wally räumt immer auf. Warte. Ich entkomme aus dieser Küche. Das ist klar. Ich habe den nächsten Buchstaben gefunden. Und auch hoffentlich jetzt auch das Lösungswort. Also, wir haben... Nee, hier ist noch ein... Nee, hier ist noch ein Hinweis.
Film, also wir haben ein S gefunden, Film ab steht hier, ich weiß nicht, ich hoffe, man kann das lesen. Okay, das ist auf jeden Fall noch nicht das Wort, macht auch gar keinen Sinn, also in der Reihenfolge wird es auf keinen Fall sein. Vielleicht nehme ich mir mal einen Tee zur Entspannung. Film ab, Film ab, Film ab, Film ab. Wir haben ja schon einen Film gefunden, vielleicht ist hier irgendwo noch ein zweiter. Wobei, hier ist ein Harry Potter Buch. Ja, wobei, da müsste was mit Büchern und so stehen. Nee, das macht keinen Sinn. Oh, meine Lieblingsschlappen, Crocs. Kann ich gar nicht, ja. Aber das ist was anderes. Film ab, Film ab, Film ab, Film ab, Film ab. Hello Kitty vielleicht? Nö. I don't know! Ja, ich hab's. Also wir haben ja hier so eine Filmklappe. Oder Eva. Und, also das ist es nicht, das ist da immer. Aber ich habe ein Tier gefunden. Der Geburtstagsmonat von dir. Ja, ich habe im September Geburtstag. Okay, aber was? Ach so, ja. Ja, das verstehe ich. Aber wir haben hier einen Kalender. Ja. Wir haben einen Kalender und ich habe im September Geburtstag für diejenigen, die das wissen wollen. Ich hoffe nicht immer zu nah. Ich weiß, mit dem Fokus und so wird das jetzt in diesem Video nicht so gut klappen, aber halt guck mal. Guck mal. Nächste Buchstabe. Okay, gut. Schauen wir uns das mal an. Also wir haben hier diesmal ein O. Oh, es werde nochmal Licht. Das haben wir bisher. Muss echt gestehen. Wir haben in eine Box haben wir noch nicht geschaut, in eine Softbox. Vielleicht hier. Nee, sieht nicht danach aus. Vielleicht am Lichtschalter irgendwas. Es werde Licht. Nochmal. Nee, keine Ahnung. Taschenlampe oder UV-Licht, keine Ahnung. Warte. Warte, 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 Kathi. Ich weiß, dass man das hier aufmachen kann. Oh! Oh! Noch ein O. Okay. Und es steht Eiszeit drauf. Ey, noch ein Hinweis. Boah, das ist auf gar keinen Fall ein Lösungswort, sondern ein Lösungssatz. Eiszeit. Gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit? Wir schauen hier in die Gefühlsruhe. Ja! D. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich mal der letzte. Ja, Gott sei Dank. Es ist der letzte Hinweis tatsächlich. Oder ist ein A? Was meint ihr, A oder D? D. Okay, jetzt müssen wir uns das nochmal hier in aller Ruhe anschauen. Also ich glaube, das könnte irgendwas sein. Okay. Ja klar, irgendwas mit meinem Namen wird es wahrscheinlich zu tun haben. Sehe schon, Kahn ist. Ja, aber ein Hinweis fehlt doch. Wir haben einen Hinweis dann vergessen. Also ich verstehe schon, wir sind in der Küche. Und das soll heißen, Kahn isst Food, also Essen, ne, mit einem zweiten S. Aber wir haben dann einen Hinweis vergessen, weil das passt ja nicht. Kahn isst Food. Oder stehe ich da irgendwie jetzt auf dem Schlauch? Ich habe keine Ahnung. Kahn isst, also hier fehlt auf jeden Fall noch zweiter Buchstabe. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil beim letzten Buchstaben gab es halt keinen Hinweis. Wobei bei D, wenn es ein A ist, nee, macht auch keinen Sinn. Ich schicke dir nochmal eine Sprachnachricht, weil, tut mir leid, ganz fair ist das nicht. Hey Kathi, ich habe dein Rätsel schon längst gelöst, aber beim Lösungssatz gibt es ein Problem, du hast einen Fehler gemacht. Es fehlt ein Buchstabe und ich habe keine weiteren Hinweise, also bitte noch einen Hinweis. Ja, vielleicht musste ich ihr aber auch schreiben, also eine Sprachnachricht schicken, vielleicht ist das sozusagen das letzte Ding. Und dann, habe ich das. Kahn isst Food. Keine Ahnung. Muss ja eigentlich so klappen. Wir warten jetzt noch kurz auf die Sprachnachricht. Und dann gucken wir mal. Aber ich komme hier schon raus. Keine Sorge. Ich schaff das, Kathi. Okay. Die Sprachnachricht ist jetzt da. Ich habe sie noch nicht angehört. Wir hören sie jetzt mal gemeinsam. Hey Kahn, es fehlt kein Buchstabe. Wenn dir ein Buchstabe fehlt, dann ist es deine Schuld. Oder du versuchst, die Buchstaben doch nochmal in eine andere Reihenfolge zu bringen. Viel Erfolg. Das macht doch keinen Sinn, oder Leute? Kahn ist Food. Da fehlt doch das zweite S. Wobei, ja, ich sehe es jetzt. Kahn ist
doof. Ja, wow. Oh mein Gott, das ist so witzig. Lass mich jetzt raus. Ich hoffe. Ich weiß. Hey, Kathi. Ich glaube, ich habe das Lösungswort oder Lösungssatz in diesem Fall. Kahn ist doof. Voll witzig. Ich kann jetzt ehrlich gesagt nur hoffen, dass ich jetzt mal hier freigelassen werde. Ist schon witzig. Kahn ist doof. Ich muss schon sagen. Es ist schon witzig. Es war richtig. Ist das dein Ernst? Hallo, Kathi. Hallo. Ist das dein Ernst? Was denn? Kahn ist doof. Ich muss schon sagen. Das ist natürlich ein Scherz. Kahn ist ja nicht doof. Nein. Nein, überhaupt nicht. Der nein. dachte nur, dass ich einen Fehler gemacht habe und hat selber einen Fehler gemacht. Ja, also es war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also ich bin als erstes nicht drauf gekommen, weil also ich dachte irgendwie, es heißt erst Food oder irgendwie sowas. Aber, und es fehlt ein zweites S. Und jetzt hattest du gar keine Zeit, deinen Tee zu trinken, oder? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, der ist schon kalt geworden. Aber ich fand, es war schon spannend genug. Also ein paar Sachen, ein paar Hinweise waren schon echt gut. Also das hier mit dem, es werde nochmal Licht, fand ich ganz gut. Ne? Also mit dem UV-Licht. Ja, das mit Roboter räumt auf, war auch cool. Mit Wall-E. Also da waren schon einige Sachen dabei, die gar nicht so schlecht waren, muss ich sagen. Also das aus dem Kinderzimmer, das war schon nicht ohne. Und hier wurde, glaube ich, nochmal eins draufgesetzt. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Du wirst wieder frei, Kahn. Du kannst die Küche verlassen, wenn du möchtest. Ja, endlich. Wow, danke. Ich glaube, ich fahre schon direkt nach Hause. Ich glaube, das reicht für mich schon heute an Drehmaterial, was ich habe. Schon mal richtig angestrengt. Ja. Naja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ne? Also das freut mich. Ich bin auf jeden Fall, für sowas bin ich definitiv zu haben. Ne? Wo ich dann am Ende weiß, okay, ich komme hier safe raus, dann bin ich auf jeden Fall dafür zu haben, Kathi. Aber mal gucken, ob hattet ich das... Hattet ihr auch eine Ahnung, was damit gemeint war immer? Also hattet ihr schon so, hättet ihr Kahn helfen können? Bestimmt, oder? Ihr habt doch bestimmt fleißig in die Kommentare geschrieben. Kann ich mir schon vorstellen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich werde mich natürlich bei dir und Nina nochmal revanchieren. Aber genau dann, wenn ihr es nicht erwartet. Mal okay. gucken, wo und wann. Oh. Aber irgendwann wird es noch kommen. Ich bin jetzt erstmal weg. Ich muss jetzt ganz schnell raus aus der Küche. Hast du auf jeden Fall super gemacht. Ich gehe jetzt raus aus der Küche. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Na, also besonders hier für Kathi. Die hat sich echt was einfallen lassen heute. Und natürlich auch für mich, der nicht so doof ist anscheinend. Aber vielleicht doch ein bisschen. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.